Ja, Sie haben es schon gesagt, es geht um das Dreiecksverhältnis von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Titel ist ja Expertise in der Krise. Und das ist natürlich zum einen ist der Titel so gewählt, dass es sich schön reimt. Klar, Expertise in der Krise. Und es klingt dann ein bisschen so aufs Erste, als wäre die Expertise, als wäre die Wissenschaft oder als wäre die wissenschaftliche Expertise in der Krise. Und davon kann zunächst einmal natürlich gar nicht die Rede sein, sondern die Wissenschaft in der Corona-Pandemie ist ja mehr gefragt denn je. Und viele Disziplinen sind überhaupt erst auf dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit erschienen im Zusammenhang mit den Fragen, die behandelt wurden in der letzten Zeit, also infektionsbiologische Fragen, virologische, epidemiologische, am Rande auch bildungswissenschaftliche und natürlich auch rechtswissenschaftliche, soziologische Fragen. Also die Wissenschaft boomt gewissermaßen und die Pandemie ist eigentlich so eine, na, wie soll man sagen, Frischzellenkur. Also zumindest ist die Wissenschaft eine der, naja, so ein bisschen überspitzt formuliert, vielleicht auch eine der wenigen Nutznießerinnen aus dieser schwierigen Zeit. Der Untertitel unserer heutigen Veranstaltung lautet: Was kann die Wissenschaft in der Pandemie leisten? Und die Frage ist vielleicht gar keine echte Frage, weil die Antworten auf der Hand liegen. Die Wissenschaft berät die Politik, die Wissenschaft entwickelt Impfstoffe und klärt uns über Folgekosten der verschiedenen Lockdowns auf, in psychosozialer Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht und so weiter. Also da ist die Wissenschaft sehr stark gefragt. Wir sehen die einschlägigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Abend in der ZIP2. Wir sehen die bei den Pressestunden und wir sehen die auch bei den einschlägigen Verlautbarungen der Regierung. Auch das ist neu, dass plötzlich die Wissenschaft in Person einer Forscherin, eines Forschers sozusagen auftaucht bei der Vorstellung einer neuen Maßnahme zum Beispiel. Das ist alles neu. Und die Wissenschaft, grüß Gott, die Wissenschaft steht eben in der Corona-Krise im Mittelpunkt wie selten zuvor. Und bevor ich auf die Wissenschaft und ihre Rolle in der Pandemie zu sprechen kommt, will ich einleitend ein paar Bemerkungen machen zur Krise und zum Krisenbegriff selber. Also ist ja von der Corona-Krise die Rede, aber die Corona-Krise ist die einzige Krise, die uns umtreibt. Also jetzt aktuell, klar, die Ukraine und natürlich weitere Krisen wie die Klimakrise, die Krise der Demokratie, die Biodiversitätskrise. Also es gibt eine Anhäufung von Krisen auch in letzter Zeit, die Finanzkrise vor 10 Jahren, die Flüchtlingskrise vor 5 Jahren, also diese Krisenmetapher ist sozusagen allgegenwärtig und verweist darauf, dass wir ganz offensichtlich unsere Zeit, unsere Gegenwart als problematisch oder zumindest als eine Gestaltungsherausforderung begreifen. Die Krise selber, der Krisenbegriff, kommt ja aus der Medizin oder zumindest die medizinische Semantik sehr einflussreich geworden. Von Krise ist immer dann die Rede, wenn man es mit einem unerträglichen Übergangszustand zu tun hat, der auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann. Also man sagt zum Beispiel, die Patientin, der Patient befindet sich in einer kritischen Phase. Und das heißt, diese Phase kann nicht ewig dauern, sonst muss eine Entscheidung fallen. Leben oder Tod gewissermaßen. Und diese Semantik ist auch am Wirken, wenn wir es mit anderen Krisen zu tun haben. Natürlich taucht die Krisensemantik, der Krisenbegriff immer dort auf, wo wir es mit einem längeren Verlaufsprozess zu tun haben, bei dem noch offen ist, ob die ganze Geschichte gut ausgehen wird oder nicht. Also schönstes Beispiel oder zumindest ein sprechendes Beispiel ist sicher die Klimakrise. Wir kennen sie schon ewig lang. Also in den 1980er Jahren, da waren wir schon alarmiert vom Ozonloch und vom
Waldsterben und vom sauren Regen. Also wir erinnern uns noch, und die Geschichte ist also keineswegs neu, und trotzdem ist aus diesen gewissermaßen ökologischen Katastrophen oder Einzelereignissen ist sozusagen eine Krise geworden, also ein Prozess, der sich jetzt in den letzten Jahren wieder zugespitzt hat. Man könnte vielleicht auch sagen, aus einer zähen Krise oder aus einer latenten Krise sozusagen eine akute Krise geworden. Jetzt heißt es wieder, wir müssen schnellstmöglich handeln, weil sonst können wir das 1,5 Grad Ziel nicht einhalten oder das 2,0 Grad Ziel oder wie auch immer. Also das ist sozusagen die Klimakrise, und die Corona-Krise funktioniert in einem gewissen Sinne genau andersherum. Die Corona-Krise war zunächst einmal eine akute Krise. Also wir erinnern uns jetzt genau vor 2 Jahren. Im Februar 2020 haben noch die Berater, die englischen Berater vom Imperial College und einflussreiche Leute aus der Wissenschaft zu Boris Johnson gesagt, das ist kein großes Problem, das wird an uns vorübergehen, das wird uns nicht weiter berühren. Einige wenige Todesfälle, dann ist die Sache ausgestanden. Und schon 2, 3 Wochen später wurden sie natürlich eines Besseren belehrt, und die waren dann auch sozusagen sehr schnell im Krisenmodus, weil die Wissenschaft ausgerechnet hat, auf der Basis von einschlägigen Simulationen, dass sozusagen die Kopf-in-den-Sand-Politik, die damals Boris Johnson praktiziert hat, dass die nicht durchhaltbar ist, sondern dass das Königreich, das Vereinigte Königreich mit einigen hunderttausend Toten zu rechnen haben wird, wenn man sozusagen nicht aktive Maßnahmen anschieben wird. Und damals war diese Krise natürlich akut, also im März, April, vielleicht noch Mai 2020 war sicher eine akute Krise, und die ist daran zu erkennen, dass es einen weitgehenden gesellschaftlichen Wertekonsens gab. Das ist ja wahnsinnig selten. Die moderne Gesellschaft ist eine pluralistische Gesellschaft, und das sagen wir so leicht, aber das ist harter Stoff. Pluralistische Gesellschaft heißt, es gibt einen Wertepluralismus. Man kann die Leute nicht mehr auf eine gemeinsame normative Basis festlegen im Prinzip, sondern man bekennt sich sozusagen zur Legitimität unterschiedlicher Standpunkte, unterschiedlicher Weltanschauungen. Und in der Krisensituation hat sich das radikal und in kürzester Zeit gewandelt. Nämlich die schockierenden Bilder aus Bergamo, also aus der Lombardei, damals haben dafür gesorgt, dass es einen sehr weitreichenden Konsens innerhalb der Gesellschaft gab, der dahin ging, dass man gesagt hat, wir brauchen einen absoluten Lebens- und Gesundheitsschutz. Der Lebensschutz sozusagen als oberste Priorität, dem alles andere unterzuordnen ist. Das hat man nur in Ausnahmesituationen, eben in Ausnahmesituationen, wie sie die Schockmomente einer solchen akuten Krise hervorrufen. Man hat ohne Abstimmung und ohne jeden Kompromiss hat man Lebens- und Gesundheitsschutz sozusagen zum obersten Wert gemacht. Und es war ja auch damals, wir erinnern uns an den ersten Lockdown, es gab jede Menge Solidarität innerhalb der Bevölkerung. Man hat sich um die Nachbarn gekümmert, die vielleicht nicht einkaufen gehen konnten. Es gab so spontane Initiativen, Wien hilft und so weiter. Und man solidarisierte sich auch mit dem Pflegepersonal. Und wir haben noch die Bilder auch aus dem Fernsehen im Kopf, wo die Bevölkerung auch in Italien, in Portugal auf den Balkonen stehen und dann applaudieren. So, ja, also das ist, das war eine Form sozusagen der Solidaritätsbekundung, die ganz typisch sind für solche akuten Krisensituationen. Und diese akute Krisensituation hat dann recht bald zu einer, ja, wie soll man sagen, so einer chronischen Krise eigentlich Platz gemacht. Also aus der akuten Krise so eine zähe, zählebige Krise geworden, die vor allen Dingen den mit der Zeit sich steigernden Dissens und die sich steigernden Konflikte in der Gesellschaft
bewusst und natürlich auch wirksam gemacht haben. Also das heißt, wir haben, wenn man so etwas unterscheiden will wie den Zustand der gesellschaftlichen akuten Krise und der chronischen Krise, dann wird man sagen müssen, es ist vor allen Dingen das Auftreten von Dissens an ganz unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft, der dazu beiträgt, dass aus so einer akuten Krise tatsächlich eine chronische Krise wird. Und dieser Dissens tritt an unterschiedlichen Stellen auf. Zum einen natürlich im politischen Bereich, wo sozusagen der alte, normale Parlamentarismus wieder erwacht. Die Opposition sagt dann, wir sind euch jetzt gefolgt in dieser schwierigen Phase. Solche schwierigen Krisen kann man nur gemeinsam lösen. Wir sitzen alle im selben Boot. Und diese Krisenrhetorik verliert an Boden und die Oppositionsparteien machen wieder das, wozu sie da sind. Sie betreiben Opposition. Sie sagen, die Zeit der großen Einigkeit ist jetzt vorüber. Wir stehen uns sozusagen wieder im Parlament gegenüber und diskutieren unsere unterschiedlichen Perspektiven. Und dieser Dissens macht sich im politischen Raum fest, aber er macht sich auch fest in der Öffentlichkeit natürlich. In der Öffentlichkeit ganz klar. Es werden Demonstrationen wieder angemeldet. Es kommt zu Protestformen unterschiedlichster Art. Die Querdenker tauchen auf. Es gibt die Hygienedemos. Das war noch vor den Querdenkern, also das war schon so eine Frühsommererscheinung 2020. Und da sieht man, offensichtlich wird in der Öffentlichkeit wieder Dissens artikuliert. Und es gibt Dissens auch und zwangsläufig innerhalb der Wissenschaft. Auch ein interessantes Phänomen. In der Phase der akuten Krise, da will man eigentlich von der Wissenschaft nur wissen, wo es lang geht. Also der US-amerikanische Politologe Roger Pilke, der nennt das Tornado-Politik. Tornado-Politik heißt, wenn der Hurricane kommt, dann wollen wir einfach nur wissen, welche Region wir evakuieren müssen und welche Notstandsmaßnahmen wir einleiten müssen. Und dann wollen wir nicht herumdiskutieren. Dann wollen wir nicht irgendwie so einen demokratischen Abwägungsprozess, in dem alle Stimmen gehört werden und so weiter, sondern wir wollen einfach nur wissen, was getan werden muss. Und er sagt, der Hurricane, und das meint er natürlich bildlich, also das meint er metaphorisch, der Hurricane ist sozusagen der Anlass dafür, dass wir ganz großes Vertrauen in die Wissenschaft legen, in die Expertinnen und Experten, und wir haben dann eine Situation, in der so etwas wie die Herrschaft der Experten, also die Expertokratie, legitim ist. Am Anfang der Corona-Krise haben wir gesehen, wie sich so etwas wie Einhelligkeit oder Einstimmigkeit in der Wissenschaft herstellen lässt. Das ist gar nicht so leicht, weil die Wissenschaft ist natürlich auch zerstritten, nicht nur zwischen den Disziplinen, sondern auch innerhalb der Disziplinen, weil da gibt es unterschiedliche Theorieströmungen und unterschiedliche Methoden und dann gibt es da unterschiedliche Standpunkte natürlich auch. Und es ist gar nicht so leicht, so etwas wie Einstimmigkeit herzustellen. Und es funktioniert in erster Linie darüber, dass man sozusagen Expertise künstlich verknappt. Das heißt, anders gesagt, indem man nicht alle Disziplinen oder alle relevanten Disziplinen hört, sondern indem man sozusagen den Kanon der relevanten Expertise relativ eng macht. Wir hatten das am Anfang der Krise und da war vor allen Dingen die Virologie wichtig oder bestimmte Teile aus der Virologie und vielleicht noch die Infektionsbiologie, aber es war ein ganz schmaler Ausschnitt an Expertise, der sozusagen seitens der Politik mobilisiert wurde. Ich habe da ein schönes Zitat, das ist vom März 2020, also genau vor 2 Jahren. Das sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Ich lese Ihnen das mal vor, das sind nur 2 Sätze. Die bayerische Staatsregierung hat ihre Handlungen mit Ärzten, Virologen und Experten abgestimmt. Es gilt das Primat der Medizin.
Also so hat das wahrscheinlich nicht gesagt. Er hat wahrscheinlich gesagt, ja, die bayerische Staatsregierung hat ihre Handlungen wie die ersten und so weiter. Aber der wichtige Punkt ist, es gilt das Primat der Medizin. Das heißt also, es ist nicht das Primat der Psychologie oder das Primat der Bildungswissenschaft oder das Primat der Soziologie, sondern es ist ganz klar, es gibt ein Primat. Und danach hat sich auch die Politik zu richten. Also in erster Linie natürlich die von Ihnen genannten Virologen. Und das hat natürlich sofort den Verdacht hervorgerufen, dass wir jetzt sozusagen in so eine Phase der Expertokratie hineinschlittern. Also in der italienischen Wochenzeitung L'Espresso war damals zu lesen, unter dem Titel Die sieben mächtigsten Männer Italiens, also so war der Titel, die sieben mächtigsten Männer Italiens. Jetzt, wo wir uns in der Krise befinden, hat nur noch die Wissenschaft das Sagen. Also diesen Widerhall, ganz typisch, findet man in dem Feuilleton. Da wird gesagt, wenn wir uns so stark auf die Wissenschaft verlassen müssen, wenn sich die Politik so stark verlassen muss auf die Politik, dann sind wir, auf die Wissenschaft, dann sind wir eigentlich sehr nahe an einem Zustand, den wir in der Demokratie eigentlich nicht haben wollen, der nicht wünschbar ist. Und das ist die Expertokratie. Also das ist eine ganz typische Geschichte. Und wir werden bestimmt dann gleich in der Diskussion auch noch auf dieses Phänomen zu sprechen kommen. Jedenfalls, um diesen ersten Punkt abzuschließen mit diesen Krisen, ich glaube, man kann im Nachhinein sagen, dass sich die Krise tatsächlich dynamisch entwickelt und dass sich diese Krise in ihrer Struktur oder in ihrem Wesen oder in ihrer Natur sozusagen auch ändert. Ich habe jetzt von akuter Krise gesprochen und chronischer Krise. Ich weiß nicht, ob das die besten Begriffe sind, aber es hat sich unterwegs auf jeden Fall was verändert. Und was wir auch feststellen können, es ist meistens so, dass eine Krise nicht allein kommt, sondern aus der Krise hat sich, also aus der Corona-Pandemie, wie wir feststellen können, hat sich sozusagen eine ganze Krisenkaskade entwickelt, denn es entwickelt sich im Laufe des ersten Lockdowns dann sehr schnell eine ökonomische Krise. Es wurde dann also seitens von WIFO und IHS, Institut für höhere Studien, also den großen österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituten, wurde dann gerätselt, ja, kann so einen Lockdown die österreichische Wirtschaft auf Dauer verkraften? Wie lange können wir uns das leisten? Und so weiter. Und es kamen dann bald auch Bedenken aus der Ecke der Psychologie. Nämlich welche psychosozialen Folgekosten haben solche restriktiven Maßnahmen? Wie lange können wir uns das leisten? Wie gehen wir mit den Problemen von Isolation um, von sozialer Isolation? Und wie gehen wir vor allen Dingen auch mit den Bildungsproblemen um, die daraus entstehen, dass Kinder halt zu Hause sitzen und gewissermaßen abgehängt werden, vor allen Dingen, wenn sie zu den bildungsfernen Schichten gehören? Und wie können wir sozusagen verhindern, dass da im ganz großen Maßstab die Schere aufgeht zwischen denen, die halt dann noch von ihren Eltern mehr oder weniger mitbetreut werden und die sozusagen total auf der Strecke bleiben? Das haben wir gesehen und wir haben gesehen, es gibt nicht nur diese Krisen, sondern es gibt auch gewissermaßen eine politische Vertrauenskrise und die wurde natürlich ausgelöst durch die teilweise ja auch recht heftigen Proteste oder auch militanten Proteste seitens der Corona-Politik-Gegner. Ich weiß gar nicht, wie man das neutral ausdrücken soll, oder Corona-Leugner wurden die dann genannt oder Corona-Skeptiker Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer. Also alle möglichen Fraktionen waren ja da auch irgendwie versammelt. Wir haben das erlebt in Wien damals, 40.000 Leute auf der Straße, also im November. Also gerade da, wo die vierte Welle sozusagen heranbrandete, da, wo man am meisten Solidarität gebraucht hätte, da waren die Voraussetzungen für diese Solidarität am schlechtesten, weil da waren diese Konflikte schon aufgebrochen und die haben sich entsprechend entwickelt. Und ich glaube, wann haben wir zum letzten Mal so eine riesige Demo gesehen wie damals Mitte November? So viel zur Krise und um die Bedeutung der Wissenschaft nochmal zu unterstreichen, vielleicht abschließend ein kleiner Punkt.
der deutlich machen soll, dass jede Krise eigentlich auch eine Sinnkrise ist. Das klingt jetzt so banal. Jede Krise ist eine Sinnkrise und da denken wir natürlich sofort daran, ja, also diese Krisen, die schicken mich in die totale Sinnkrise, weil ich werde schon bald wahnsinnig mit diesen ständigen Masken tragen und diesen Einschränkungen und so, das nervt. Aber das meine ich gar nicht. Also das ist vielleicht auch ein Problem, das ist klar, aber Sinnkrise meint eigentlich noch was anderes, also in meinem Fall oder aus soziologischer Perspektive, wenn man es mal so sagen will. Krisen sind neue, außergewöhnliche Situationen. Und diese neuen und außergewöhnlichen Situationen, die überfordern in aller Regel unsere gewohnten Muster der Sinnstiftung. Also wir versuchen uns auf neue Situationen einen Reim zu machen, versuchen sie sozusagen in unser Weltbild irgendwie zu integrieren. Wir versuchen dem einen Sinn zu geben. Und wenn jetzt diese eingelebten Muster der Sinnstiftung nicht mehr greifen, dann entsteht sozusagen ein Überschuss an Bedeutung. Und dieser Überschuss an Bedeutung, der führt dazu, dass das Problem bedrohlich erscheint. Weil wir eben dieses Problem nicht so einfach in unsere gewohnten Koordinaten integrieren können. In unsere gewohnten Koordinaten der Weltinterpretation können wir dieses Problem nicht so einfach integrieren. Und genau deswegen erscheint das Problem bedrohlich. Und dass wir überfordert sind darin, diese neue Situation angemessen zu interpretieren, drückt sich auch in den Negativbegriffen aus, mit denen wir die krisenhafte Situation beschreiben. Wir sagen dann zum Beispiel, das Problem ist unwahrscheinlich oder es ist unvorhersehbar oder es ist unkontrollierbar. Es ist auf alle Fälle immer irgendwas Negatives und es bringt sozusagen den Mangel an unserer Interpretations- und Gestaltungsfähigkeit zum Ausdruck. Und dieser Mangel an Sinnstiftungsfähigkeit führt dann natürlich in akuten Krisensituationen auch zu hektischen Sinnstiftungsaktivitäten. Und da ist die Wissenschaft im Spiel. Die Wissenschaft ist eine der zentralen oder wahrscheinlich die zentrale Sinnstiftungsinstanz, wenn es um die Auseinandersetzung mit solchen neuen, ungewohnten, unkontrollierbaren, unwahrscheinlichen Problemen und Phänomenen geht. Und das ist wahrscheinlich auch die Stelle, an der deutlich wird, dass die Wissenschaft die Religion als maßgebliche Sinnstiftungsinstanz abgelöst hat. Das sieht man schon an diesen schmucklosen Akronymen, mit denen wir diese Krankheiten beschreiben. Also SARS-CoV-2 und MERS und HIV. Also das sind nicht mehr die Krankheiten und die Seuchen der Vergangenheit. So die schwarze Pest oder der blaue Tod, wie bei der Cholera im 19. Jahrhundert. Das waren gewissermaßen noch fast poetisch aufgeladene Begrifflichkeiten, um diese einschneidenden Phänomene zu bezeichnen. Und aus unserer heutigen Perspektive, aus unserer modernen wissenschaftlichen Perspektive, würden wir natürlich sagen, naja, diese Begrifflichkeiten verweisen vor allem, diese schönen poetischen Begrifflichkeiten verweisen vor allen Dingen auf Ahnungslosigkeit, weil die hatten damals noch nicht dieses biomedizinische Paradigma, das wir heute haben und in dem wir sozusagen Seuchen und Epidemien analysieren. Aber das ist ein zentraler Punkt, glaube ich. Also Krisen sind Prozesse. Die Natur oder das Wesen von Krisen ändert sich. Und im Fortgang dieses Wandels von Krisen ändern sich auch unsere Erwartungen. Es ändern sich unsere Erwartungen an die Wissenschaft, es ändern sich unsere Erwartungen an die Politik und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Geschichte, die aus der ganzen Pandemie für uns zu lernen ist. Es ist einerseits so, dass das wissenschaftliche Wissen die zentrale Ressource ist, um mit neuen Problemen zurechtzukommen. Und gleichzeitig wird dieses wissenschaftliche Wissen oder wird die Wissenschaft selbst auch wieder zum Streitgegenstand für all jene, die mit den einschlägigen politischen Maßnahmen nicht einverstanden sind.
Gerade deshalb, weil die Wissenschaft für die Bewältigung von solchen Krisensituationen so wichtig ist, macht sich die weltanschaulich oder politisch motivierte Kritik oder der Protest zu einem großen Teil an der Wissenschaft fest. Also wahrscheinlich haben Sie es auch gelesen, das ist ja durchaus ungewöhnlich, die Wissenschaft oder die Expertinnen und Experten werden zum Gegenstand von Hass und Bedrohungen. Das ist tatsächlich neu in der Form. Also der amerikanische Star-Epidemiologe Anthony Fauci, also der so ein bisschen verzweifelt an Trump ist, also der das jetzt, also der die Trump-Ära Gott sei Dank hinter sich hat. Also dieser verdiente Wissenschaftler, der läuft nur noch mit Bodyguards herum. Oder in Belgien musste ein führender Virologe in Sicherheit gebracht werden, mitsamt seiner Familie an einen sicheren, unbekannten Ort, weil ein ehemaliger Scharfschütze aus dem Militär sein Bekennerschreiben an die Öffentlichkeit gebracht hat, mit dem Inhalt, er wird jetzt auf die Jagd gehen und alle diese verhassten Virologen erschießen. Also das muss man sich vorstellen. Und das Problem ist, in Österreich ist es nicht so militant, aber viele Leute, die wir jetzt aus den Medien kennen, Kollerich, Van Leer und so weiter, die berichten auch von Bedrohungen, also von Drohschreiben, von Hass, von Hassmails und auch sozusagen mündlichen Bedrohungen. Also das ist einerseits deprimierend und es wird andererseits dadurch verständlich, dass man sich klar sein muss, dass die Wissenschaft in so einem stark verwissenschaftlichten Bereich wie der Pandemie und natürlich auch dieser Krise selber immer stärker zum Politikum wird. Das ist eine Geschichte, die haben wir schon in Ansätzen, in früheren Kontroversen und Krisenzeiten gesehen, zum Beispiel im Streit um die Atomkraft oder im Streit um die grüne Gentechnik. Das ist ja auch ein ganzes Stück österreichischer Identität. Also wir trotzen sozusagen der Gentechnik und dieser Streit um die Gentechnik oder der Streit auch um die Atomkraft wurde ja sehr stark ausgetragen mit Fokus auf die möglichen Risiken, die da drohen. Und wenn es jetzt um Risiken geht, dann ist natürlich die Wissenschaft sofort gefragt, weil man ja argumentieren muss, wie hoch sind eigentlich die Risiken, welche Risiken warten auf uns und wie hoch sind diese Risiken. Und diese Risiken, die durch die Gentechnik drohen oder die durch die Atomkraft drohen, die sind ja nicht einfach von uns sinnlich erfahrbar, die sind ja nicht konkret, sondern die sind ja abstrakt. Die muss man sozusagen erst einmal wieder erfahrbar machen. Mittels Geigerzählern, dass man herumgeht und sagt, die Radioaktivität, die ist da so hoch und so weiter. Also eine ganz schwierige Situation, die sozusagen automatisch die Wissenschaft ins Spiel bringt und diese Kontroversen um die Atomkraft, die Kontroversen um die Gentechnik, Kontroversen um die Nanotechnologie und andere Bereiche oder jetzt das 5G-Netz zum Beispiel, die sind dann, diese Auseinandersetzungen sind dann sehr stark verwissenschaftlicht. Da wird nicht einfach darum gestritten, was ist nach meinem Geschmack? Oder was sind denn eigentlich meine Interessen? Es wird auch nicht einfach gestritten um ökonomische Verteilungsansprüche. Es wird auch nicht nur gestritten oder es wird nicht in erster Linie gestritten um grundlegende Werte oder Weltanschauung, sondern es wird sehr stark in Wissenskategorien gestritten. Wie hoch ist das Risiko denn wirklich? Welche Folgeschäden sind zu erwarten, wenn wir jetzt in Bezug auf den Klimawandel nicht handeln und so weiter? Und das sind natürlich alles Fragen, die sofort wieder die Wissenschaft ins Spiel bringen. Also hoher Verwissenschaftlichungsgrad dieser Krisen und Konflikte führt dann eben auch dazu, dass die Wissenschaft als ein politischer Akteur wahrgenommen wird und dementsprechend attackiert wird. Wir können gerne weitergehen im Programm und noch diesen Aspekt der
diesen Aspekt der Verwissenschaftlichung und der Verwissenschaftlichung von Konflikten aufnehmen. Das klingt ein bisschen abstrakt oder langweilig, aber eigentlich ist es was, was uns ständig begegnet und was vielleicht auch ein Wesenszug unserer Zeit ist, dass nämlich immer mehr Konflikte stark wissenslastig sind oder stark wissensbasiert. Also wenn wir jetzt Beispiele haben wie der Streit um das Pestizid Glyphosat, erinnern Sie sich noch? Glyphosat, genau, also soll das verboten werden, ist das krebserregend und so weiter. Wenn wir die Auseinandersetzung haben um die elektromagnetische Strahlung, also von Handymasten, das ist eine Debatte, die haben wir seit 25 Jahren. Also die kocht jetzt wieder auf mit diesem 5G-Netz, weil uns versprochen wird, jetzt wird alles besser und endlich haben wir richtiges Internet und so. Naja. Und im Endeffekt ist die Diskussion schon alt, auch die wird geführt unter maßgeblicher Anteilnahme auch der Epidemiologen, wo es darum geht, ja, werden da Tumore angeregt zum Wachsen und so weiter. Also solche Geschichten, die Handystrahlung. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie gefährlich sind Nanopartikel? Also Nanotechnologie ist also ein Sammelbegriff für alles, was sich in irrsinnig kleinen Maßstäben abspielt. Also Nanomaterialien, es ist in diesem unglaublich winzigen Maßstab von 10 hoch minus 9 sind da sozusagen Partikeln unterwegs. Und da gab es ja sehr früh eben solche Visionen, also Nanoroboter, die sozusagen Operationen vornehmen oder sozusagen halt da durch unsere Adern wandern, um dann die entsprechenden Stoffe an die richtige Stelle zu bringen. Und gleichzeitig natürlich auch die Befürchtung, die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke, die dann zu irreparablen Schäden führt und insgesamt die Debatte, wie hoch, welche gesundheitlichen Risiken oder auch welche Risiken für die Umwelt verbinden sich mit dieser Nanotechnologie. Wir haben Ähnliches im Bereich der synthetischen Biologie. Wir hatten das in Bezug auf die Atomenergie, hatte ich erwähnt, oder auch in Bezug auf die Gentechnik. Und der Punkt ist, auf den ich hinaus will, in all diesen Konflikten, und das sind ja letztlich gesellschaftliche Konflikte, in all diesen Konflikten wird wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Expertise Trumpf. Weil, wenn ich an diesen Konflikten teilnehmen will, dann muss ich mich vorher schlau machen. Das ist anstrengend. Also wenn ich da wirkungsvoll intervenieren will, dann muss ich mich mit einschlägiger wissenschaftlicher Expertise versorgen. Das ist ja anders als in anderen gesellschaftlichen Konflikten. Also im großen Arbeiterkampf des 19. Jahrhunderts, der gesellschaftliche Konflikt, der zu entsprechenden Spannungskrisen ja geführt hat, in diesem Arbeiterkonflikt, da musste ich nur betroffen sein oder mich betroffen fühlen. Und dann bin ich als Arbeiter, als Arbeiterin, als Angehörige des Proletariats, bin ich auf die Straße gegangen oder bin in Streik getreten. Also das war keine großartige Expertise, die da notwendig war, sondern das waren ökonomische Verteilungskämpfe, die da ausgefochten wurden und die wurden sozusagen mit Herz und Leidenschaft ausgefochten. Und wer hat da Wissenschaft betrieben? Vielleicht die paar wenigen Intellektuellen wie Marx und Engels und Trotzki, die sozusagen ja Strategien entworfen haben für das Proletariat, um sozusagen die Kampfmoral ein bisschen zu heben, weil sie eben beweisen wollten, wie deformiert und der Kapitalismus schon war damals. Also da war der Verwissenschaftlichungsgrad wesentlich geringer, als wir das heute wahrnehmen. Und mit diesem hohen Verwissenschaftlichungsgrad hat natürlich auch zu tun, dass sich die Art des Widerstands gegen politische Maßnahmen oder gegen die offizielle Politik sich wandelt. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, der mich zu diesem Aspekt, also Fake News, Verschwörungstheorien, Querdenker, also sozusagen zu diesem Themenblock bringt, weil diese Leugner, also die Corona-Leugner oder auch die Klimaleugner
Oder auch die Evolutionsleugner, also Stichwort flache Erde-Bewegung, gibt ja auch Flat Earth, also flache Erde-Bewegung, Wahnsinn. Also, vor kurzem habe ich das noch gar nicht gewusst, aber das ist ja, also in den USA, also, die sagen, ja, flach, also schau doch, also ich sehe das. Und diese Leugnerbewegung, die ist ja deshalb interessant, weil die nicht nur einfach dagegen sind, sondern weil die ja beanspruchen, eine bessere Theorie zu haben. Also eine andere Theorie, eine bessere Theorie letztlich, eben flache Erde oder Corona, ja, Covid, also das ist im Endeffekt nur eine Art von Grippe. Also das heißt, wir haben in Reaktion auf diesen hohen Verwissenschaftlichungsgrad von gesellschaftlichen Konflikten, in Reaktion darauf haben wir eine breite Leugnerbewegung, die sozusagen die grundlegenden Einsichten der Wissenschaft attackiert. Im englischsprachigen Raum läuft diese ganze Bewegung unter dem Titel Science Denialism, also Wissenschaftsleugnung auf Deutsch. Wobei das ist schwierig, weil die leugnen ja gar nicht die Wissenschaft, die leugnen nicht, dass es Wissenschaft gibt, sondern die leugnen, dass es einen fundierten Konsens gibt zu bestimmten Aspekten. Oder die leugnen, dass die Wissenschaft sozusagen eine überlegene Einsicht hat in die Welt der Dinge. Und diese Leugnerbewegung ist deshalb interessant, weil für meine Begriffe sie zum einen den Aufwind durch all jene erhält, die sich aufgrund des hohen Verwissenschaftlichungsgrades der Konflikte sozusagen deprimiert abwenden. Die versuchen, sich nicht schlau zu machen, um in diesem verwissenschaftlichen Konflikt sozusagen intervenieren zu können, sondern die lehnen sozusagen das rationale Weltbild der Wissenschaft generell ab und intervenieren sozusagen von außen, von einem ganz anderen Außen. Sozusagen, die operieren auf der Basis eines irrationalistischen Weltbildes und interessanterweise verbinden damit aber gleichermaßen den Anspruch, über höhere Einsicht oder über eine bessere Theorie zu verfügen oder zumindest über eine bessere Ansicht oder wie auch immer. Also den Verwissenschaftlichungsgrad erkennt man wieder daran, dass diese Gegenbewegungen auch mit Wissenschaft arbeiten, also in strategischer Hinsicht arbeiten die mit Wissenschaftlern. Also wir kennen das aus der Impfkontroverse, das ist auch so eine verwissenschaftliche Kontroverse. Impfkontroverse, also ich meine, jetzt sind wir alle bis zum Überdruss natürlich gesättigt mit diesen Auseinandersetzungen über Impfen, ja, nein, Impfpflicht, ja, nein, und für wen und warum überhaupt. Aber diese Impfkontroverse ist ja auch uralt. Die gibt es ja seit 50 Jahren wenigstens und das hat mit der Medizinkritik der 70er Jahre zu tun. Damals kamen starke Stimmen auf, die gesagt haben, diese technisierte Medizin, diese Hochleistungsmedizin, diese Hightech-Medizin geht an Bedürfnissen des Menschen vorbei. Und da war ja was dran. Also es ist ja nicht so, dass diese Kritik sozusagen aus heiterem Himmel und völlig anlasslos damals kam. Aber diese Kritik wurde eben dann auch generalisiert und sozusagen zu seiner haltlosen generellen Kritik an allen Formen von Schulmedizin. Und dann hatte man eben Alternativen, die anthroposophische Medizin, die Homöopathie und so weiter. Und in dem Zusammenhang natürlich auch sofort Kontroversen um das Impfen. In den 90er Jahren gab es dann einen britischen Kinderarzt, Andrew Wakefield, der hat in einer sehr renommierten Fachzeitschrift einen Artikel publiziert, in dem er einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Impfen, der Mehrfachimpfung für Kleinkinder, für Kleinstkinder und dem Autismus. Und das war was auf die Mühlen natürlich der Impfgegnerbewegung und die haben sich sofort sozusagen strategisch, wissenschaftlich bewaffnet, haben gesagt, ja, es ist wissenschaftlich erwiesen. Dass die Studie dann kurze Zeit später zurückgezogen wurde wegen eklatanter handwerklicher Mängel und so weiter, das lässt man sozusagen beiseite, sondern sagt, ja, also die Wissenschaft selber sagt das ja. Und diesen Bezug auf wissenschaftliche Galionsfiguren
Den gibt es immer wieder. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen. Also im deutschsprachigen Raum ist es dann so Sukhari Bhakti, also solche Leute oder Wolfgang Wodak, die werden dann zitiert als wissenschaftlich sozusagen reputierte oder reputationsfähige Gegenexperten. Es gibt auch eine berühmte Figur in den USA, Robert Malone. Robert Malone, der ist mittlerweile so ein Spätzle von dem Steve Bannon, dem Trump-Intimus, also der ja zum Beraterstab auch gehört hat, also der da zu extremen Rechten gezählt wird. Und dieser Steve Bannon hat deswegen so viel Spaß an diesem Robert Malone, weil Robert Malone selber ein Molekulargenetiker ist und maßgeblich in den 80er Jahren mit seinen Forschungen zur Entwicklung dieser mRNA-Impfstoffe beigetragen hat. Und weil der mittlerweile frustriert ist aufgrund mangelnder Anerkennung aus der Wissenschaft und sowieso mit seinem Leben unzufrieden ist, hat er sozusagen die Resonanz aus diesen Impfgegnereien zum Anlass genommen, um sich da sozusagen ein bisschen stärker in Szene zu setzen und hat da Resonanz gefunden mit Aussagen wie, also Impfen ist eigentlich überflüssig und in Bezug auf Corona spielt es keine Rolle. Und das wurde sozusagen dankbar aufgenommen. Und dieser ehemals sozusagen herausragende Wissenschaftler, der auch eine Zeit lang als Nobelpreiskandidat gehandelt wurde, ist jetzt sozusagen vereinnahmt von denen, die mit den Mitteln der Wissenschaft gewissermaßen strategisch gegen die Wissenschaft kämpfen. Also das ist wieder Ausdruck sozusagen dieses hohen Verwissenschaftlichungsgrads, auf den ich hinweisen wollte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ganz viele Gesundheitsthemen, ganz viele Umweltthemen, die uns beschäftigen, formulieren heute dringliche Anfragen an die Wissenschaft. Also ohne Wissenschaft können wir diese Fragen nicht vernünftig behandeln. Die Beispiele hatte ich allesamt genannt. Das heißt, in ganz vielen gesellschaftlichen Konflikten wird vor allen Dingen gestritten um die Zuverlässigkeit von wissenschaftlichen Daten und Studien. Es wird gestritten über die Glaubwürdigkeit von Szenarien und Modellen und es wird gestritten über die Stichhaltigkeit von Grenzwerten und von Kennzahlen. Also das ist uns allen vertraut mittlerweile und damit rücken eben so wissensspezifische Aspekte in den Mittelpunkt. Also es geht dann um Fakten, es geht um die Frage der Evidenz und es geht natürlich auch überhaupt um die Frage, wer darf mitreden, wer redet mit legitimerweise, also es geht um Kompetenz. Das heißt, der Streit, der politische Streit fokussiert sich sehr stark auf Wissensaspekte und alle, die an diesen Wissenskonflikten nicht teilhaben können oder teilhaben wollen oder die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihre eigene normative Überzeugung sozusagen abzustützen in Rekurs auf wissenschaftliche Expertise, die steigen sehr schnell aus. Und die fühlen natürlich, dass sie ins Hintertreffen geraten in diesen verwissenschaftlichten Konflikten. Und die beginnen dann sozusagen die etablierte Faktenwelt auf den Kopf zu stellen. Das ist dann sozusagen die Stunde für Fake News und für Verschwörungstheorien. Das heißt also, der Eindruck bei vielen, dass sich die Politik sozusagen in einer anderen, abstrakten, menschenfernen Sphäre abspielt, führt dazu, dass die Überzeugung immer mehr Raum greift, dass die Nöte und Sorgen der Bevölkerung gar keine Rolle spielen, dass man sich sozusagen in so wissenschaftlichen Glasperlenspielen ergeht. Und dieser Eindruck einer abgehobenen, abstrakten, wissenschaftsgesteuerten, elitegesteuerten Politik ist dann eben ja Wasser auf die Mühlen im Endeffekt des Populismus, des Rechtspopulismus und dieser Bewegungen, die eben dann sozusagen frontal Politik machen gegen die etablierte Wissenschaft. Und meine feste Überzeugung ist, und das greift das auf, was Sie gesagt haben vorhin, oder den Einwand, den Sie formuliert haben, meine feste Überzeugung ist, dass es nicht hilft,
dieser Gegenbewegung, dieser antirationalistischen Gegenbewegung dadurch Herr zu werden, dass man denen sozusagen nochmal die Fakten einmassiert, dass man denen alles nochmal doppelt und dreifach erklärt, sondern ich glaube, der wesentliche Punkt, den man verstehen muss, ist, dass all diese Konflikte, mit denen wir da gegenwärtig zu tun haben, dass die letztlich einen normativen Kern haben, dass die angeheizt werden durch divergierende Wertüberzeugungen, durch unterschiedliche Weltanschauungen und dass man diese Konflikte deswegen auch am Ende des Tages auf dieser Ebene führen muss. Natürlich muss man wissenschaftlich einschlägig informiert sein, das ist klar. Also die Politik muss wissenschaftlich einschlägig formuliert sein. Aber am Ende des Tages muss man verstehen und einsehen, dass all diese gesellschaftlichen Konflikte im Endeffekt motiviert sind durch unterschiedliche Perspektiven, Werthaltungen, Anschauungen. Und auf der Ebene muss man dann die entsprechende Problematik dann auch politisch diskutieren.